Hallo Leute, in dieser Folge meines Schweizer Flussführers werfen wir nochmals einen Blick auf den Hinterrhein. Es gibt bereits zwei Folgen für die unteren Abschnitte, darum wenden wir heute die Aufmerksamkeit auf den obersten von Hinterrhein nach Splügen. Der Einstieg ist direkt an der Straßenbrücke der San Bernardino Passstraße. Der Minimalwasserstand ist 5 Kubikmeter pro Sekunde wie hier. Bei Meerwasser steigen die Schwierigkeiten in einigen Passagen schnell an. Bei so wenig Wasser hat man ein Wildwasser-2-Bach vor sich mit 2-3er Abschnitten. Schon nach wenigen hundert Metern nach dem Einbooten muss man am Wehr wieder raus und links umtragen. Bis zur Genueser Steinbrücke fließt der Hinterrhein durch einen breiten Talkessel, wo die Schwierigkeiten hauptsächlich im breiten Flussbett liegen. Von dieser Brücke an wird es graduell enger und steiler. Bei der nächsten Brücke wird es noch enger und der Bach fließt in eine V-förmige Schlucht mit vielen Verblockungen und Abfällen. Auf diesem Stück haben höhere Wasserstände einen markanten Einfluss. Wir hatten schon gebrochene Paddel und kaputte Boote. Bei Niederwasser ist dieser Teil technisch mit den vielen Steinen zum Herumkurven. Bei viel Wasser sind die alle überspült, aber aufgrund der Steilheit bilden sich dann Löcher. Die besten Wasserstände kann man von Mitte Mai bis in den Juni erwarten. Regenwetter kann manchmal auch helfen. Wenn der Wasserfall von rechts mehr Wasser bringt, nehmen die Schwierigkeiten ab und das Tal öffnet sich wieder. Das Gefälle ist aber immer noch recht hoch mit zahlreichen Schwellen und sogar Abfällen. Aber zwischendurch kann man die Bergwelt genießen. Wenn man sich dem Dorf Nuvenen und der Fluss sich der rechten Talseite nähert, wird es wieder etwas interessanter. Ab dieser Höhe sieht man auch die ersten Laubbäume am Ufer. Unterhalb Nuvenen nach einer Linkskurve gibt es einen Katarakt, an dessen Ende der Aureabach von rechts einmündet und erheblich Wasser bringt. Danach geht es im selben Stil wie oben weiter. Nach dem Dorf Mädels sieht man sich den Fluss nach links wenden in den letzten Katarakt. Über die Jahre ändert sich dieser mit dem Gefälle am Anfang oder am Ende. Wenn der Fluss sich wieder nach rechts krümmt, parallel zur Straße, fährt man in eine S-Kurve mit einigen Löchern im Ausgang. Auch hier wird es bei Meerwasser schwieriger.
ist noch nicht ganz vorbei. Nach der Autobahnbrücke gibt es noch ein künstliches Blockwurfwehr, das ich jedes Mal vergesse. Danach befindet sich der Ausstieg links am unteren Ende einer Kiesbank. Da sie manchmal größer, manchmal kleiner ist, sollte man sich den Ausstieg vorher kurz anschauen, um ihn nicht zu verpassen. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!